Okay, super. Hallo. Wenn du einfach erstmal ohne irgendwie Arm gehst und dann was kann man sagen, dann plus was dann. Ich kann dann was sollen der Schein. Das geht dann nicht lange. Wenn du mal hinterherkommst. Ah, Alex, wieder in der Ton. Das ist so. So, wir drehen einen Film, während wir einen Film drehen, also das ist echt Spitzenklasse, ne? Wir drehen einen Film, ja, du bist die tote Leiche, ja. Wir drehen einen Film, während wir einen Film drehen. Also das ist richtig... Assassin's Creed in Cottbus. Ja, genau. Assassin's Creed Cottbus Edition. Ich bin der Tonmann mit 3D-Brille und mit einer richtig erotischen Stimme. Ja, du gehst ihm dann noch erotisch, ne. Hör dir das mal an, das klingt nee. Pia, ja, komm mal her. Weil, ja, echt noch. Ja, du sitzt zwar schon. Er setzt sich ja. Oh, er filmt uns. Guten Tag. Okay, warte ich mir dann nachher. Hey, Alex. Ja? Okay, dann tschüss. Ich kann mich gerade mal meine erotische Stimme. Ich hab mich, ich heiße glaube ich selber was? Auf WhatsApp, Pia. Ja, kann sie mich da auch mal rausgehen. Die erotische Stimme, das muss man schon sagen. Also James Bond. Der Colin findet Gefallen an diesem Mikro. Ja, das gefährlichen Gefallen, so Objektophilie-Richtung. Das kommt dann alle Leute. Bitte sagen Sie, was Sie wollen. Colin? Das fängt an, das Mikro abzulecken. Das ist der Film. Colin, du legst ja gerade den Zeitmanager ab. Mit dem großen Job. Okay, kein Kommentar. Los, Donan. Warte. Kann man jemanden? Ja, ich mach schon. Nee, warte, ich mach hier die Schütze. Ja, da die Schütze und hier die Schütze und wo die Schütze und überall die Schütze. Jetzt hast du die Creme reingekommen. Da müsste ich nochmal von vorne machen. Nein, ich hab doch gesagt. Doch, hab ich. Okay. Sorry. Nicht sorry. Colin, du hast da ein bisschen viel Haare. Das ist jetzt am Haare? Was? Guck mal da. Das ist Abbys Nest. Nest. Das ist mal die Fliegte davon. Da sind jetzt Haare im Schock. Das ist ein Problem. Oh nee. Oh, kriegt ja auch eine Drehung hin. Und dann stehe ich auch noch. Junge. Guck mal, das erst noch zurücklehnen, Frieda. Ja, erst noch zurücklehnen. Lege mich zurück und genieß es. Bisschen entspannen, dann Sweet Home. Oh, falsche Szene. So. Es ist eine Sache zwischen uns. Könntest du das nicht von da raus haben? Aber ich stehe auch zwischen euch. Colin malt hier also Zauberstäbe, ja? Und Schwerter. Und Lanzen. Ey, guck dir doch mal den Zauberstab an. Nein, jetzt hast du gemacht, Colin. Was ist das? Creepless, so was ich hier gesehen habe. Ja, schwarz-weiß. Ja, ja. Alles, was komplett weiß ist, blinkt schwarz. Dann diese Gürtel und dann diese Dinger in der Seite. Ey, das ist ein Traumfänger, also echt. Ja. Das ist kein Traumfänger. Das ist ein Albtraum für den Zierer. Also. Das ist ein Traumfänger. Ich würde eher die Gürtel irritieren. Ja. Nee, das passt eigentlich nicht. Das könnte mir doch eigentlich in dieser Albtraumfänger noch so zeigen und dann dreht sich das so. Und ja, das aber das machen wir. Aber du müsstest dich. Es wird immer schneller.
so richtig langsam und es wird schneller. Und es wird dann immer schneller. Und dann kommt Colin ins Bild. Hallo! Mit Brille und Mikrofon. Ich glaub, das brauchen wir nicht. Hey Felix, warum nennt man dich eigentlich Man of Steel, wenn du nicht mal weißt, was du mit deinem langen Eisen zu tun hast? Steck das da einfach in mich rein. Ganz tief in mich rein. Und nach immer einem harten Drehtag gönne ich mir immer Tee in Adello. Adello, 5,99 in ihrem Lidl. 5,99 der Tropfen. Guten Tag, bitte einen Kommentar für Behind the Scenes. 2010 war das. Kommentar für Behind the Scenes. Vor 5 Jahren, oder? Erstens, ich habe eine rote Stimme. Zweitens, du bist die ganze Zeit auf Aufnahme. Oh, nein. Der ist die ganze Zeit auf Aufnahme. Okay. Wie man sieht, wieder wichtige Gespräche. Aber es ist ja so scheiße teuer. 25 Euro. Ich auf der Brille. 25 Euro, das ist so das Gehalt für jeden Einzelnen, der hier so verteilt wird. Ja, nee, ich bin der Kameramann und fuck, Gegenslicht ist immer blöd, ne? Ja. Also, ich bin der Kameramann, das ist Felix, der hässliche Spast. Und ja, meine Wangen sind immer so rot, falls jemand fragt. Also, das mit ja, stimmt. Du musst dich umziehen. Ist mir gerade aufgefallen. Sie muss sich umziehen. Hat du das nicht schon vorhin gesagt? Ja. Unser Kostümmanager hier. Du musst hier hochgucken und ich will mich umziehen. Zusammen mit dem Zeitmanager. Ich geh mit. Ich bin der Zauberer der Zeit. Zauberer. Du musst aber dann raus. Oh, Totenkopf. Leg dich mal vor so ein bisschen. Hier, komm, dann geh mal weg. Ich kann dich in die Zukunft befördern. Ich hau dir das okay, einfach, nee, mach mal so, wie du das vorher gemacht hast. Ein Traumfinger. Ja, nee, Kaninchen dafür. Bitte nochmal. Das hat er bestimmt da, damit die Kaninchen den nicht über Nacht aufessen. Oder auf deinen Kopf. Ach, der Sessel. Was brauchst du denn? Oder dann nochmal dasselbe. Nochmal dasselbe. Oder deine Voodoo-Puppe. Was ist denn noch vorne? Ich treff's nicht. So. Ich hab jetzt mal noch. Was glaubst du, wieso man Regisseur oder Fotograf oder ähnliches wird, weil man auf Bilder selber nicht drauf sein möchte? Ist doch ganz klar, oder? Also ich fotografiere schon gerne, aber trotzdem hätte ich auch noch einen Bilder drauf. Mäh. Mach doch Tillmann. Richtig. Du bist gewürzt. Ich bin Gemüse. Das ist die Beilage. Gemüse! Fantastisch. Ja. Finde ich auch. Wir haben es jetzt. Yeah! Wuhu! Eine Runde kleinen Applaus. Okay. Tillmann hat gesagt, ja. Die schaffen ernsthaft die Pferde hier? Ja. Ein Pferd, ein Pony, ein Schaf und ein Hund. Lecker Beefy. Hier ist der Wagner, soll ich mal lüften? Er hat's unterschrieben. Jetzt müssen wir auf dem Grill Pferdebratwurst anbieten. Das ist ja richtig gut. So, erstmal einmal ein Croissant. Und warum bist du eigentlich nach Cottbus gezogen? Also, Cottbus ist ja jetzt nicht gleich so die Stadt auf Anhieb. Ja. Okay. Ach so. Ach so. Oh Gott, ey. Wieso kommt mir das
Film. Na, gefilmt haben wir es ja ordentlich. Gefilmt ist er. Oh, ich habe ihn noch